In seinem Werk Ideen zu einer Ästhetik der Tonkunst beschreibt Christian Friedrich Daniel Schubart originell und wortgewaltig Musikinstrumente in Funktionsweise und Wirkung. Die Ahlener Musiker und Wirtshauskenner Benny, Manne, Flex und Selle von Herrn Stumpfes Zieh- und Zupfkapelle haben sich mitsamt ihres Musikinstrumentariums in Schuberts ehemaligem Lieblingslokal versammelt und überprüfen nun einige Exemplare auf deren Alltagstauglichkeit. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob der Schubart auch was über meine Posaune geschrieben hat. Ja? Komm, her mit der Kapp. Ich wollte sowieso schon immer mal so eine barocke Frisur haben. Du, die passt wie auch raus. Jetzt gucken wir mal, Posaune. Ah, du, das muss ein besonders wertvoller Stil sein. Also jetzt hört her, die Posaune. Jedes blasende Instrument hat nicht mehr und nicht weniger Töne als das Kuhhorn. Was über den vollen Akkord geht, ist außer dem Bezirke seines Wirkungskreises. Die Gebrechen der Natur müssen also durch Erfindungen der Kunst ersetzt werden. Wie war es nochmal in Mitteldeutsch? Der Moin, du musst mit einem alten Kuhhorn zum Blechler kommen und der macht dann eine Posaune drumherum. Ja. Klar. Der rechte Arm befiehlt durch Schieben dem Hauche und lenkt so den ganzen Harmoniestrom der Posaune. Durch Schieben dem Hauche. Das hört sich ganz schön geschwollen an. Aber hat was. Ne? Außerdem lernst du sowas heutzutage in der Reporterschule. Ich weiß, was der mit Harmoniesturm wollen kann. Mach nichts he. Da fliegt der Stadtkirche drum rum. Ich meine, er schwankt tatsächlich ein bisschen. Weiter. Da sie heutigen Tages so gewaltig verabsäumt wird und man nur armseligen Zinkenisten die Ausübung überlässt, so sollten unsere Musiklenker vorzüglichen Bedacht darauf nehmen, dies göttlich autorisierte Instrument wieder zu wecken, Genies für sie zu beflügeln und dadurch der Posaune den Donnerton wiederzugeben, den sie zu Salomos Zeiten hatte. Donnerton, genau. Armseliger Zinkenist, als ob der Schubart deine Nase schon kennt. Was meine? Ja. Auf die Genie! Lass mal krachen! Thank you.